In Großbritannien mehren sich Hinweise darauf, dass die neue Coronavirus-Variante tödlicher ist als angenommen. Studien zufolge könnten bis zu 30% mehr infizierte Menschen daran sterben. Fest steht bisher, dass sich die Variante stärker verbreitet als das ursprüngliche Coronavirus. Premierminister Boris Johnson zufolge setzt die Variante das britische Gesundheitssystem stark unter Druck. Wir wurden darüber informiert, dass die neue Variante, die erstmals in London und im Südosten festgestellt wurde, neben der schnelleren Verbreitung eine höhere Sterblichkeit zu haben scheint. Die Variante, die zuerst in London und im Südosten may be associated with a higher degree of mortality. Großbritanniens Krankenhäuser sind zunehmend mit Covid-19 überfordert. Die Sterblichkeitsrate ist teils doppelt so hoch wie im Vorjahr. Mittlerweile tritt die Variante in mehr als 50 weiteren Ländern auf. Gegen sie sollen die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Oxford AstraZeneca ebenfalls wirksam sein.